Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute geht es mal wieder um die Montage eines Zielfernrohrs und zwar mit einer ganz besonderen Montage, nämlich von Zero Compromise. Ja, ich habe ja hier das 527 von Zero Compromise Optik und ich will das jetzt hier drauf machen. Warum? Zum zweiten Mal werdet ihr euch fragen. Tja, weil ich nicht aufgepasst habe. Ich habe auf meiner anderen Montage beim letzten Mal 55 Moa drauf gehabt und die Schiene hat hier schon 20 Moa. Und ich habe vergessen, in meiner eigenen Tabelle nachzugucken, ob ich auf 100 Meter noch schießen kann. Und das war natürlich nicht der Fall, weil ich habe zusammen 75 Moa und dann reicht das leider nicht mehr. Ich habe ja schon mal zur Vorneigung mehrere Videos gemacht und in dem einen Video ist auch die Tabelle verlinkt und dort könnt ihr das einfach eintippen und dann seht ihr, ist nicht mehr machbar oder ist machbar. Ich mache vielleicht noch mal ein neues Video dazu, ob ihr wirklich noch auf 100 Meter einschießen könnt. Also mache ich mir die Arbeit heute noch mal, aber naja, so schwer ist das ja nicht. Achtet bitte drauf, ich habe ein weißes T-Shirt an, weil schwarzes Gewehr, schwarzes Zielfernrohr, schwarze Montage und ja, ihr wollt das nicht, ich weiß. Deswegen habe ich heute ein weißes T-Shirt an. Ja, ich halte es mal hier in die Kamera, das ist die neue Schachtel dafür, sehr schön gemacht, muss ich sagen. Und wenn man die aufmacht, dann sieht man auch gleich alles dabei. Hier ist der Keil zum Einstellen. Eine schöne Montageanleitung, da steht auch wirklich alles drin. Und dann sehen wir hier schon die Montage und auch die Bits, die wir dafür brauchen. Das sind ja für Bits für irgendwelche Inbus-Schraubendreher, hätte ich beinahe gesagt. Verdammt, ich kriege die nicht raus. Und die können wir dann hier reinstecken in solche Halter, Bithalter. Ich hole die Montage mal raus. Und vielleicht könnt ihr das sehen auf der Kamera. Ich hoffe das mal. Ich habe das wirklich nicht getestet und bin aber der Meinung, das funktioniert. Ja, wie wir sehen, ganz normale Blockmontage. Ganz wichtig, Blockmontagen sind super. Ich verwende nichts anderes mehr. Und ja, die hat ein paar Besonderheiten. Das eine fällt gleich hier vorne auf. Das ist nämlich vorne. Das ist fürs Flimmerband eine Aufnahme. Kann man natürlich abschrauben, wenn man das nicht braucht. Und das Schöne ist, man kann die auch auf die andere Seite bringen, weil das ist für Rechts- und für Linksschützen gleichermaßen geeignet, weil hier ist auch eine Libelle dran. Ja, vielleicht sieht man das, wenn ich das hier in die Kamera halte. Und die Libelle lässt sich einfach aufklappen. Ja, ich zeige das nochmal so. Und die hält dann auch, da ist ein kleiner Magnet drin, und zwar hier im aufgeklappten Zustand und im zugeklappten Zustand. Das ist eine super Idee, weil sie ist außerhalb der Mitte und funktioniert dadurch natürlich deutlich besser. Ja, die muss jetzt hier oben rauf. Ich denke mal, das ist kein Problem. Aber das Zielfernrohr muss ja noch drauf und eingestellt werden und auch entsprechend ja, angeschraubt werden. Alles, was man benötigt, steht in dieser Bedienungsanleitung drin. Und da ist alles wirklich genau erklärt. Man braucht also eigentlich so eine Videos wie dieses hier nicht mehr dafür. Aber ich mache das jetzt mal für euch, weil ihr dann natürlich auch die schöne Montage seht, die dazu ist. Und die werde ich jetzt erstmal hier raufsetzen und einfach so ein bisschen anschrauben. Ich muss das wieder von hinten machen, was natürlich nicht gut ist, weil ihr in die Kamera guckt und ich genau von der anderen Seite arbeiten muss. Das sieht manchmal also ein bisschen komisch aus. So, das könnte schon passen. Vielleicht noch einen weiter vor. Ich bin mir aber nicht, ehrlich gesagt, nicht wirklich sicher. So. Das probiere ich natürlich nachher gleich aus, ob der Augenabstand stimmt hier. Ihr seht, hier ist ein Safety Flag drin. Der Verschluss ist draußen, kein Magazin drin. Wie immer alles sicher. So, ich werde es kurz mal anpinnen hier. Ich sehe nichts. Damit das nicht umherklappert.
So, also wirklich nur ein ganz klein bisschen. Ich muss es mal ein bisschen hier in meine Richtung drehen. Sonst sehe ich die Schrauben nicht. Es ist jetzt noch nicht fest und noch nicht festgemacht. So, zack, zu. Jetzt werde ich die Halbschalen abnehmen, weil da soll ja das Zielfernrohr rein. Tja, an den Dingern steht nicht dran, vorne, hinten, die sehen total gleich aus. Aber hier hinten ist eine Beschriftung, alles klar. Und diese Beschriftung muss zum Schützen zeigen, jedenfalls wenn man's, wenn man Rechtsschütze ist. Und da steht auch was drauf. 036. Okay, jetzt gucken wir mal, was hier drauf steht. Das schraube ich auch mal ab. Ja, da steht genau das Gleiche drauf. So, ich lasse das aber immer alles schön genauso, wie das ausgeliefert wurde. So mache ich das Ganze auch dann. So, da kommt jetzt das Zielfernrohr rein. Ich habe das natürlich vorher sauber gemacht. Und zwar mit Isopropanol. Alles schön abgewischt. Und hier waren ja Farbpunkte drauf. Da musste ich mit Aceton ran, ging nicht anders. Aber die sind jetzt wieder weg. Und das Zielfernrohr sieht aus wie, da, wie neu. Na? So, der ab, das Ganze hier rein. Super, das werde ich jetzt schön mittig stellen. Und dann müsste ich eigentlich den Augenabstand erst einmal einstellen. So, ich gucke mal, wie das vorher gesessen hat. Ungefähr so. So werde ich das auch wieder machen. Wieder drauf. Und die Schrauben erstmal reinschrauben, nur ein Stück. So dass der Spalt noch relativ groß ist. Den messen wir gleich mal aus. Und das Ganze noch locker ist. Also kurz anziehen und dann wieder ein bisschen aufdrehen. Vorne genau das Gleiche. So, jetzt bewegt sich das hier drinne. Sieht man hoffentlich auch in der Kamera um. Und jetzt brauche ich den Keil. Da. Und den Keil kann ich jetzt von einer Seite, der ist schön verchromt. Ich denke mal so, dass er, naja, der wird, ist egal wie rum. Der wird jetzt hier drüben reingeschoben. Ganz ehrlich, ich sehe das nicht. Muss ich mal rumgehen, damit ihr das trotzdem seht. So, den schiebe ich jetzt hier rein. Der müsste ja da reinpassen. So, und dann ist das automatisch gerade. Also immer nur ein Müh. So, jetzt ist das Ding gerade. Hoffe ich jedenfalls. Ich werde das jetzt nochmal prüfen mit einer Wasserwaage hier und hier oben. Das heißt, ich stelle die unten und halte die schön drauf. Und siehe da, es ist mittig. Und oben auf dem Turm, das passt alles. Also das Problem ist auf diesen... Das muss natürlich genau, ja, das ist alles super. Reicht. So, jetzt muss ich den Spalt ausmessen. Und das mache ich vorne als erstes. Jetzt habe ich hier ein bisschen geklemmt. Und hier vorne gucke ich jetzt mal, wie der Spalt ist. Okay. Da passt er nicht. So, ich merke schon, jetzt passt er da rein. Und da auch. Der Spalt ist gut. Ich komme mal wieder hierher. Ich habe jetzt auf beiden Seiten hier vorne den fast gleichen Spalt eingestellt. Also nicht ganz, ne? Das ist vielleicht ein, hier ein bisschen größer als da, das spielt nicht so die Rolle. Und jetzt ziehe ich das Ganze über Kreuz an. Einmal ein klein bisschen, zweite Mal ein klein bisschen, dritte Mal ein klein bisschen. Also die Reihenfolge steht da auch drin in der Bedienungsanleitung. So, reicht erstmal. Das ist auf jeden Fall fest.
passt. Ich habe jetzt den Spalt auch ein bisschen gleichmäßig eingestellt. Das muss nicht so super genau sein. Ich mag das aber gerne. So, jetzt werde ich die über Kreuz auch ein ganz klein bisschen anziehen. Ihr seht hier mit zwei Fingern. Und das reicht erstmal. Jetzt brauche ich einen Drehmomentschlüssel. Da. Drehmomentschlüssel. Und einen passenden Bit, den ziehe ich hier einfach raus und stopfe den da rein. Der Drehmomentschlüssel muss natürlich noch eingestellt werden. Der steht jetzt auf 0. Theoretisch steht er auf 0. Irgendein Hirni vergessen, auf 0 zu stellen. Und ich stelle den jetzt erstmal auf 1,6 Newtonmeter. Mach das gleich nochmal. Ich mag das, wenn das immer gleichmäßig angezogen wird. Das muss man nicht so kompliziert machen. Aber ich mache das. So, und jetzt nehme ich die 2,2 Newtonmeter, die es maximal angezogen werden soll. Na, ich sehe hier nichts. Das ist nicht sehr viel, ne? 2,2 Newtonmeter ist nicht sehr viel. Das ist ja bei allen Zielfernrohren so. So, ich gehe jetzt nochmal durch, prüfe, ob alle fest sind. Ja, wenn es geklickt hat, auf gar keinen Fall weiterdrehen, ne? Dann machst du ja alles kaputt. So, jetzt gucke ich noch, ob der Spalt überall gleich ist. Ich gucke mal, welcher reinpasst hier. Der passt nicht, der passt, der klappert aber. Vielleicht der, passt auch nicht, der, ja, der ist gut. Jetzt prüfe ich nochmal, der Spalt hier, ja, der fühlt sich gut an, der Spalt hier fühlt sich auch super an, der Spalt hier fühlt sich super an und da auch, hervorragend. So, das Ding ist hier oben schon fertig. Jetzt mache ich natürlich noch einen Punkt drauf, mache ich immer. Ist ein bisschen eng hier mit den ganzen Kameras. So, ich habe jetzt hier einen roten Schreiber. Und da muss ich jetzt einen Punkt hinmachen, ohne dass gleich das ganze ZF angemalt ist. Alter Schwede. Sieht super aus. Und vorne mache ich das auch immer nochmal. So. Hervorragend. Und dann kann ich sehen, ob sich irgendetwas bewegt. So, das kann weg. Das ist hier so ein Lack-Etting, Ich verlinke euch den in der Videobeschreibung und das Werkzeug auch. So, das ist schon fertig. Jetzt müssen wir noch den Augenabstand einstellen. Das heißt, ich muss mal gucken, ob der stimmt. Ja, das ist schon so eingestellt, dass ich... Ja, aber Jacken darf ich jetzt auch nicht mehr anziehen. Vielleicht sollte ich mal die Brille abnehmen. Oh, hier ist noch Platz. Passt. Gefällt mir. Da haben wir mal nichts falsch gemacht. So, jetzt schraube ich das nochmal lose hier. Die Frage ist wie. Da. Auf der Seite. Ich muss mal die Löcher sehen, die sehe ich nicht. Jetzt nehme ich einen Lappen. Ups. So, das ist einfach so ein Lappen. Und Öl, ganz normales Öl, ich nehme ja immer Gunnex, ich nehme eigentlich nie was anderes. Und jetzt gucke ich, dass ich genau diese Stelle, wo das dran ist, dass ich da ein ganz klein bisschen Öl reinmache. So, das verteile ich da. So. Und dann an den Gleitflächen, da ein bisschen. Und da ein bisschen. So, da wische ich ein bisschen rüber, damit es nicht so viel ist. So. Auf der anderen Seite genauso. Mache ich einfach hier was drauf.
So, sieht man vielleicht in der anderen Kamera. Und nehme das hier und werde das ein bisschen verteilen, damit sich das besser setzt. Das ist der Grund. So, ist ja nicht viel. Ne? Das ist eine ganz dünne, hauchdünne Schicht. Und jetzt kommt das wieder rauf. Da, wo ich es hin wollte haben, das war, glaube ich, da. So, und wenn man schießt, dann geht das Gewehr in die Richtung, logischerweise. Die Murmel kommt ja vorne raus. Also bewegt das Gewehr nach hinten. Und das Zielfernrohr bleibt stehen und bewegt sich dann nach vorne, also bleibt einfach stehen. Also müssen wir es nach vorne drücken beim Anschrauben. Na, ich werde es jetzt mal versuchen, meine Schraube nehmen. Und jetzt drücke ich es nach vorne und drehe einfach nur mit der Hand ein ganz klein bisschen fest. Und da auch. So. Die anderen beiden auch, ich sehe die jetzt nicht. So. So, jetzt habe ich es quasi vorne dran gemacht. Das ist wichtig beim Repetierer, immer nach vorne, normalerweise beim Halbautomaten auch, es sei denn, es sind ganz alte, schwere Masseverschlüsse, dann ist es noch ein bisschen anders. So, jetzt brauchen wir wieder einen Drehmomentschlüssel. Und ich glaube, das waren 4 Newtonmeter. Die stellen wir mal ein hier. 4 Newtonmeter stelle ich gleich komplett ein. So, und schraubt das Ganze an. Ja, ich sehe nichts. Ich drehe das jetzt mal um. Sonst wird das hier nichts mehr. Keine Reihenfolge. Also ich mache immer innen, innen, außen, außen. Fertig. Das passt schon. Erst ein bisschen. Ein bisschen mehr und dann die 4 Newtonmeter. So, nochmal gucken, ob sich's gesetzt hat. Nö. 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 Nö, fertig. Wart schon. Noch aufräumen. Und jetzt ist das Ganze montiert. Ah, sieht schön aus. Nicht schlecht. Aber jetzt habe ich noch was vergessen. Es gibt so eine Zubehörteile dafür, die man darauf machen kann. Die habe ich natürlich vergessen zu ordern. Jetzt habe ich keine, aber ich will meinen Aimpoint drauf machen. Hier ist mein Aimpoint, habe ich ja immer drauf. Musste ich also irgendwas, was ich hatte, einfach umbauen. Das ist natürlich alles nicht richtig, aber... egal, da sind 2 Schraubenlöcher. Die Schrauben dürfen nicht zu lang sein, sonst machen sie das Zielfernrohr kaputt. So, ich habe das vorher schon mal raufgeschraubt. Ich weiß, dass es passt. Ich habe mir jetzt eine Schiene selber gebaut, also eine vorhandene Schiene genommen und die angepasst. Jetzt weiß ich nur nicht, ehrlich gesagt, so, ob das Ganze noch sichtbar ist, ob das ausreicht. Oh ja, sieht gut aus. Also ich guck mal, also ich habe sie jetzt noch aufgestellt, ich muss mit aufpassen. Ist ja geil. Ja, ich bin ja begeistert. Begeistert. Man kommt hier noch ran, man kann hier noch drehen. Das ist Millimeterarbeit. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Sag mal. So. Das letzte, was ich geschossen hatte, waren 105 Klicks sehe ich gerade. Das ist auch nicht wenig gerade. So, das hier mal ein bisschen locker. Dann kommt das wieder ab. Und dann schrauben wir das hier mal mit. Ich nehme mir lieber einen Schlördel hier. Und ich mache mal einfach 2 Newtonmeter. Das ist bestimmt ausreichend. Ich denke, das reicht. Ich will hier nichts kaputt machen. So. Schraube ich das noch an. Mal gucken, was für eine Schrauben das sind. Nee. So. Und das schraube ich nur ein paar Hand fest. Das reicht völlig aus. So, auch das nach vorne wieder schieben. Und die andere Schraube. Da. Ich
sehe nichts. So. Das reicht. Gefühlt reicht das. So. Klasse. Ich bin fertig. So. Eingestellt. Ziel suchen und runter schießen, peng. Ja. Das war's. Jetzt wird das Ding noch eingeschossen. Das dauert eine halbe Stunde. Und dann geht's los auf den Wettkampf am Donnerstag. Gerade so fertig geworden wieder. Hier vorne sieht man übrigens das Flimmerband an Machteil hier. Ja, habe ich natürlich nicht. Ist das fest? Geht. Super, fertig, reicht. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war schon wieder. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Würde mich über einen Daumen hoch freuen. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und ich sage, ciao, bis zum nächsten Mal.